Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei den XRP Bros. Neuer Tag, neues Video, XRP-Video. Und zwar wollten wir heute mal über XRP sprechen. Wir sprechen jetzt nur über XRP und jetzt sprechen wir mal Klartext. Warum ich vor allem der Meinung bin, warum XRP to the moon geht, okay? Wir haben letztes Mal ein Video gemacht, also wir haben ein paar Kommentare vorgelesen und haben euch erzählt, ganz am Ende war die Frage, wo wir XRP sehen, da habe ich $100 gesagt. Und warum ich die $100 sehe, mit welcher Begründung und wohin die Reise eventuell noch gehen könnte und. Darüber werden wir jetzt in diesem Video sprechen und vieles mehr. Um vor allem XRP Deutschland und uns zwei zu unterstützen, will ich einfach mal sagen, abonnieren nicht vergessen und gefällt mir drücken. In diesem Sinne, rein in die Olga. Ja, Sinan, du hast ja wie im letzten Video erwähnt, was deine Preisprognose ist. Und viele haben gefragt, ob du das nochmal vielleicht noch ein bisschen ausweiten kannst und nochmal deine Meinung dazu nochmal ein bisschen in einem Video, sag mal, kundtun kannst. Und das würde mich auf jeden Fall auch nochmal interessieren. Hau doch einfach mal raus hier. Also, erstmal vorab, das sind alles nicht irgendwelche Preisprognosen, die ich mir wünsche oder wo ich der Meinung bin, dass es irgendwann mal dahin geht. Das ist alles recherchiert und die CEOs von Ripple haben es immer wieder bestätigt und vor allem Luis und ich machen ja immer wieder, sag ich mal, News-Videos, ne? Jeden zweiten Tag oder jeden Tag kommt ein News-Video von uns und wenn du alle Interviews, ne, und alle Äußerungen von den CEOs, sei es David Schwarz, sei es Brad Garlinghouse oder sei es Chris Larsen zusammenfügst, dann kommst du auf jeden Fall auf so einen Preis, ne? Also die sagen natürlich, wenn du dir das genauer anhörst, ne, du weißt ja selber, mit der 1 Million Dollar, die du verschickst und, dass der Preis, den Ripple hat, zu niedrig ist. Also wir müssen schon hohe Preise haben, um, sag ich mal, damit das ganze System ODL und so flüssig läuft, da brauchen wir schon höhere Preise. Mhm. Ne? Da weißt du ja besser jetzt. Ja genau, da hatte der David Schwarzer 2017 einen Tweet gemacht, wenn wir jetzt eine Transaktion von 1 Million Dollar verschicken wollen würden und das dann halt über als Brückenwährung über XRP laufen würde, bräuchten wir auch 1 Million XRP. Ne? Und so wird das ganze System natürlich nicht funktionieren. Ne? Der Preis, der muss deutlich höher sein, damit halt dieses System flüssig läuft, damit halt generell einfach On-Demand Liquidity auf Dauer funktionieren kann. Ne? Genau, und dann fangen wir mal ganz langsam an. Und zwar, wenn die Klage, sage ich mal, morgen vorbei ist. Wir wissen von mehreren Börsen, CEOs und, dass die gesagt haben, wenn die Klage vorbei ist, innerhalb 72 Stunden wird XRP wieder auf unsere Seite gelistet. Auf sämtliche Börsen wird XRP wieder gelistet. Sei es Amerika, sei es Kanada, von Alaska, hast du gesehen, überall, wo XRP zurzeit nicht vorhanden ist, wegen der Klage, auch in Südafrika und, da könnte ich dir Stunden von erzählen, wo überall wird wieder gelistet, okay? Was hier um Push kommen wird, ne? Wir wissen selber, als Shiba Inu, sag ich mal, bei Robinhood kurz mal gelistet wurde, da hast du schon gesehen, plus 100% und hast nicht gesehen. Und abgesehen davon, XRP wird dann überall auf der Welt wieder gelistet. Dann passiert schon ein kleiner Push. Allgemein diese News, dass Ripple eventuell die Klage gewinnt oder ein Settlement, die haben sich geeinigt, wird auf jeden Fall einen Push geben. Und dann nochmal 72 Stunden später, wenn überall auf der Welt wieder gelistet wird, wird auf jeden Fall heftigen Push geben. Okay? Vor allem nicht die ganzen Krypto-Maxis, ne? Ja. Also wir wissen ja, was dann dahinter steckt, ne? Sondern, sagen wir mal, die Normalos, die alle Angst haben, sowieso schon in Krypto zu investieren, die werden ja nicht ansatzweise in Ripple investieren. Ne? Gerade ein Unternehmen, was angeklagt wird, so, das hält die alle von entfernt. So, das ist ja total erschreckend für die Leute. Ne? Und die werden dann, wenn die Klage vorbei ist, werden da von Riesenunternehmen, Riesengeschäften, damit die da rein investieren. Ne? Nicht nur das, und viele Retail-Investoren natürlich auch noch, ne? Ja, und guck dir mal Coinbase ein. Coinbase ist die zweitgrößte Handelsplattform der Welt und mal auf Coinbase kannst du keine XRPs kaufen. Coinbase hat XRP aus dem Markt genommen und sagt, ne, bei uns gibt es keine XRPs, solange die Klage läuft. Wenn die Klage vorbei ist, dann gibt es auf jeden Fall auf Coinbase XRPs und der Preis wird definitiv hochgehen. Abgesehen davon, okay, wir wissen alle, die größte Börse der Welt ist Binance. Wir können alle auf Binance XRPs kaufen, aber was ist mit Amerika? In Amerika gibt es Binance USA, okay, US Binance und
auf dieser Plattform kannst du auch keine XRPs kaufen. Aber dann ändert sich das. Da kannst du auch auf Binance in Amerika Kryptos kaufen. Kryptos kannst du sowieso kaufen, XRPs kaufen. Und das ist so eine Sache, worüber ich mir Gedanken mache, okay? Wir wissen alle, Ende dieses Jahres wird ISO mit den Testphasen starten. Was ist 2025, wenn die Testphase vorbei ist? Wir wissen, ISO ist eine Norm, ne? Das ist was ganz anderes, aber das System ISO anschaut, ne? Ripple war das erste Projekt, was vorgeschlagen wurde und das erste Projekt sozusagen... Was die Norm erfüllt. Schon, ja, ne? Die das Norm ist ja erfüllt, das, ne? Genau. Es sind ja quasi die, es geht ja um Ripple, ne? Also alle Unternehmen, die, sag mal, diese ISO 20022 Coins sind halt einfach Unternehmen, die, sag mal, diese ISO-Norm schon erfüllen. Und das ist ganz wichtig, ne? Das heißt auf jeden Fall, dass das Zukunftstechnologie sein könnte, ne? Weil alle Projekte, die, sag mal, in diesem Finanzsektor irgendwann am Start sein wollen, die müssen zusammen sich verständigen können. Und das ist quasi das ISO 20022, ist einfach die Verständigung, die dann alle gleich haben müssen, damit dieses System halt so funktionieren kann. Ne? Ja, und wenn du dir das genau anschaust, wenn du die Geschichte von ISO schon anschaust, das ist ja, die ist ja neu gestartet, die Geschichte, aber ganz am Anfang der erste Partner von ISO sozusagen, wer reingekommen ist, war Ripple. Das ist sozusagen der Gründervater, weißt du? Wenn der reinkommt, musst du erstmal Hand küssen, so, als wäre Bayram. Ja. Ja, und wenn das auch noch startet, ne? Und wir wissen, ODL, wir warten alle auf ODL. Wir haben die Tage mal ein Video gemacht, wir haben ein bisschen über ODL und die Korridore und welche Länder alle mit ODL handeln wollen und ODL benutzen wollen, haben wir uns angeschaut. Das sind alles Testphasen. Wenn ODL dann startet, ja, dann Prost Mahlzeit, ne? Mhm. Mein Freund, dann auf jeden Fall Prost Mahlzeit. ODL ist ein ganz anderes Projekt, darüber könnten wir Stunden reden und darüber müssen wir noch auf jeden Fall ein paar Videos machen, okay? ODL, dies, das zur Seite, NFTs. Ripple hat so viel Gelder in die Projekte investiert. Mal 100 Mille da, na, 1 Milliarde da, da wurden noch ein paar Doktoren, ein paar Professoren, ein paar Programmierer von da, sogar Architekten reingeholt. Und NFTs ist eine Sache, worüber die sehr viel wissen wollen und auf jeden Fall diesen Markt wollen die auch erobern. Die wollen die NFT-Marktlücke, die entstanden ist sozusagen. Wir wissen, ETH macht ein bisschen da und der und das macht da, aber auf jeden Fall ist da eine Lücke. Und diese Lücke wird auf jeden Fall Ripple mit seinem XRP Ledger und übernehmen, weil ich der Meinung bin, wenn du mit XRPs da handelst, wir wissen ganz genau, auf ETH zahlst du heftige Gebühren, okay? Mit Ripple wäre das nicht der Fall. Also da wären definitiv nicht solche Gebühren. Und der NFT-Markt ist ein Markt, Ripple siegt auf jeden Fall da die Zukunft. Und ich bin der Meinung, da könnte auch die Zukunft sein. Ja klar, dafür ist diese Interoperabilität ja auch so wichtig, ne? Dass man quasi, ne, oder dieses System halt alles über einen XRP-Ledger laufen kann. Günstig, schnell, ne? XRP ist einfach die beste Brückenwährung und das nicht nur halt im grenzüberschreitenden Zahlungsaustausch, sondern halt, wie gesagt, viele Möglichkeiten haben wir da, ne? Und das ist halt wichtig, was wir immer sagen, Interoperabilität. Ja, wenn du dir anschaust, eine Transaktion mit XRP, ne, kostet 0,0001 Cent, okay? 0, 0, 0, 0, 0, 1. Also nix. Das kostet nix. Ja. Am besten auch noch, wenn du eine Transaktion machst, Ripple, weißt du, du willst Geld an Ripple geben? Nein, Ripple gibt dir Geld. Die sagen, nein, mach die Transaktion mit uns. Ja. Und das ist es. Abgesehen davon, okay? Wir wissen alle, 3 Sekunden, ey, bitte, 3 Sekunden. Ja, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur das, ne? Man muss ja auch sehen, klar haben wir heute auch Echtzeitüberweisung, aber das ist ja, das behebt ja nicht das Problem, dass im Hintergrund die Transaktion trotzdem noch so lange dauert. Na klar, für uns sichtbar ist das halt dann schon da, weil das, sag ich mal, in Vorleistung gegangen wird. Wenn ihr seht, die Nostro-Vosto-Kosten und sowas, was alles dann wegfallen wird, ne? Dieses ganze Geld, was einfach so auf Konten liegen, was auf Konten liegen bleibt, ne, was einfach weginflationiert und Schweinekohle kostet, und das ist ja nicht alles. Das ist ja, wie gesagt, wir machen nochmal ein spezielles Video darüber, aber das Thema ist ja riesengroß. Ne, das ist ja im Hintergrund alles, was das Problem ist, ne, was so viel Geld kostet. Ne? Und wenn du mit Ripple, sag ich mal, eine Überweisung machst, mit XRP, 3 Sekunden. Jetzt ist eine Überweisung,
jetzt ist eine Überweisung und überleg mal, wo wir gelandet sind. 3 Sekunden. Hm. Die wollen sogar runter, so verrückt sind die, die wollen auf 1 Sekunde. Ey, wohin mit dir? Lass doch, Hallas, reicht. 3 Sekunden reicht. Nein, die sagen, wir wollen 1 Sekunde. Der David, der dreht voll am Rad. Er sagt, nö, 3 Sekunden dauert mir zu lange. Ich will 1 Sekunde. Und das ist es. Also wir sind der Meinung, XRP ist die Zukunft. Und deswegen, das alles da, ne? Abgesehen davon, okay? Abgesehen davon. Wir haben jetzt ganze Zeit nicht über den Aktienmarkt gesprochen, ne? Der ist ja so riesig. Von Frankfurter Börse, ne? Bis Singapur, rüber nach New York, Big Apple, da New Yorker Börse. Whipple will an die Börse. Whipple will an die Börse. Und das ist es. Also die wollen auch an die Börse. Und das wird so ein heftiges Unternehmen. Ja, klar kann man sagen. Ja, aber was denn, wenn Whipple an die Börse geht? Damit hat doch XRP nichts zu tun und so. Ey, ich bitte euch, ne? Diesen Vergleich habe ich euch schon mal gesagt. Stell dir mal vor, Coca-Cola Company geht an die Börse. Ist schon an die Börse, ich weiß. Aber stell dir mal vor, die gehen an die Börse. Und dann sagst du, ja, aber wenn Coca-Cola an die Börse geht, ja, Fanta wird nicht mit hochgehen. Natürlich wird Fanta mit hochgehen. Das ist eine Familie. Das ist alles zusammen. Das ist, boah, stell dir mal vor, dein Vater ist Millionär. Da sagst du, ja, dein Papa ist nun Millionär. Du bist kein Millionär. Ja, aber ey, dann bist du, keine Ahnung, da hast du auch Kohle, wenn dein Papa Kohle hat. Das ist doch eine Familie, ey, das ist sein Sohn. Von Whipple, der Sohn ist XRP. Was soll ich den Leuten denn erzählen, Luis? Dann packst du die echt langsam am Kopf, ne? Und ich könnte richtig ausrasten, wirklich. Ich könnte komplett ausrasten bei dieser Sache. Und immer wieder, wenn ich mir manche Kommentare anhöre, ja, XRP bleibt immer klein. Und dann hörst du die an, ja, das ist so und dies ist so. Und die werden die alle XRPs wegnehmen und es wird ein neuer Coin kommen. Und da sind einfach nur, boah, ey, ihr glaubt auch, dass die Erde nicht rund ist, ne? Da schreibt letztens einer, die Erde wäre eine Platte, da wäre wie ein Teller. Keine Ahnung, ob du daran glaubst, Luis, ne? Aber ganz bestimmt ist die Erde kein Teller. Wenn die Erde ein Teller wäre, dann wäre das bestimmt schon längst rausgekommen. Also, mein Onkel Ahmed, der ist schon mal segeln gegangen und der ist nicht irgendwo unten gelandet. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, wenn, nochmal für Zusammenfassung, wenn die Klage vorbei ist, wenn überall Whipple gelistet wird, wenn ISO startet, wenn ODL richtig startet, da kann nach Axima kommen, da kann NFT starten, da kann was weiß ich was starten, da kann alles starten, wenn alles startet, wirklich alles, ne? Und wir können so viele Projekte von Whipple aufzählen, es sind ja so viele Projekte, dann bin ich der Meinung auf jeden Fall, dass wir die $100 erreichen werden. Mit der Anwendung werden wir definitiv die $100 erreichen. Ja, was ich da nochmal zu sagen möchte, ist ganz klar, also ich bin ja sehr, sehr stark von überzeugt. In ein paar Jahren werden also locker 99% der Kryptos verschwinden. Wir haben noch gar keine regulatorische Klarheit im Markt, ne? Wir sind noch ganz am Anfang. Wenn wir uns vorstellen, in 10 Jahren die Marktkapitalisierung, die sowieso immens höher sein wird, ne? Weil so viele neue Leute durch die Regulierung auch in den Markt kommen werden, ne? Durch den ganzen Run wieder so viele neue in den Markt kommen werden. Und dann die Marktkapitalisierung in 10 Jahren auf die 1% der Kryptos draufgerechnet wird, der Preis sowieso schon dann durch die Decke schießen wird. Und wenn wir uns dann noch die Anwendung vorstellen, ne, wie sie dann sagt, wir haben wirklich grenzüberschreitende Zahlungen mit ODL, ne, NFT-Bereich, Metaverse-Bereich, Derivatenhandel, wo wir als einzigste Fintech-Unternehmen, sag ich mal, ein Patent drin haben. Ne, das ist ja nochmal deutlich größer, wenn da XRP als Brückenwährung, sag ich mal, auch genutzt wird. Ne. Das können wir überall nutzen, ne, CBDCs, auch wie CBDCs. Ne, also das Thema Ripple ist so groß. Wir sind nicht nur grenzüberschreitende Zahlungen, wir sind gefühlt der ganze Kryptomarkt. Wir sind mehr als der Kryptomarkt. Ja. Und das ist einfach das, was wirklich krass ist, was man sich vorstellen muss. Also Marktkapitalisierung hin und her, aber in ein paar Jahren, gerade bei Ripple, glaube ich, dass die Marktkapitalisierung da relativ wenig noch zu tun hat, ne? Weil wir einfach die Anwendung dann sehen. Dieses Riesenvolumen, was dann durch Sekundentakt, sag ich mal, über XRP laufen wird und das, sag ich mal, den Preis nach oben schießen wird, ne? Wie sie dann gesagt hat, der Preis muss hoch sein, damit das ganze System funktionieren kann, ne? Das ist einfach so. Niemand hat damals daran geglaubt, dass Bitcoin solche Preise wie jetzt erreicht. Und ja, ihr könnt uns alle verrückt nennen, aber wirklich, das sind einfach Puzzleteile, die man zusammenschieben kann. Und ich glaube, dass wir auf jeden Fall da bald sehr, sehr glücklich drüber werden, dass wir daran investiert haben, auf jeden Fall.
Wer sagt, dass der digitale Euro nicht über XRP Ledger laufen wird? Wer sagt, dass der digitale Dollar nicht mit XRP funktionieren wird? Wer sagt, dass das nicht funktioniert? Wer sagt, dass Swift ein Gegner von Ripple ist? Nein, wer sagt, dass die nicht zusammenarbeiten werden? Keiner kann das sagen und ich bin der Meinung, die werden definitiv zusammenarbeiten. Swift Go, ne? Ich denke mal, die arbeiten jetzt schon zusammen, ne? Ich bin der Meinung, Swift Go ist immer noch XRP. Also überleg mal, was würdet ihr als Riesenunternehmen eher machen, ne? Wenn ihr seht, klar, Swift hatte nie eine Konkurrenz, deswegen sind die ja so veraltet. Ne? Weil da nie Konkurrenz belebt das Geschäft und bringt Entwicklung. Ne? Wenn wir jetzt sehen, Ripple ist der größte Konkurrent, deswegen haben wir jetzt gerade so Möglichkeiten, wie mit Karte zu bezahlen, sei mal kontaktlos und so weiter. Das ist alles Ripple zu schulden, sag mal, ne? Weil sag mal, jetzt so ein Riesengigant da hinkommt und sag mal, die Konkurrenz auflädt. Aber wenn ihr euch jetzt vorstellt, was würdet ihr eher machen? Ein komplett neues System entwickeln? Oder würdet ihr sagen, ihr würdet, sag mal, Ripple bezahlen, also nur einen Teil dafür, also deutlich weniger Geld in der Hand nehmen und sagen, wir würden die Technologie nutzen, aber dann halt über Swift das alles, unter Swift das alles laufen lassen. Ne? Und das kann ich mir auf jeden Fall eher vorstellen. Das ist, wie gesagt, wenn man sich Swift Go anguckt, guckt euch die Videos an, es ist Ripple-Technologie, ne? Ich stehe auf jeden Fall zu meinem Wort. Ich bin immer noch der Meinung, $100. Und letztes Mal haben einige geschrieben, oh, $100 ist viel zu viel. Aber es haben auch viele geschrieben, was, nur 100? Die haben gleich übertrieben, weißt du? Mhm. Und ist ja okay, dass sie an mehr glaubt, ne? Und hofft. Aber ich bin der Meinung, wenn wir erstmal die 100 erreichen, sind wir schon mal auf jeden Fall viel, viel weiter. Und bis da muss man erstmal durchhalten. Ja, erstmal durchhalten, vor allem durchhalten. Und ihr könnt auf jeden Fall mit uns zusammen durchhalten. Wir werden definitiv durchhalten. Wir nehmen euch mit auf dieser Reise. Und alles rund um XRP findet ihr auf jeden Fall in diesem Kanal. Und um uns zwei und XRP Deutschland vor allem zu unterstützen, würde ich einfach mal sagen, abonnieren nicht vergessen, gefällt mir drücken. Ja, schreibt doch eure Preisprognosen mal in den Kommentaren. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Mich würde das auch heftig, heftig interessieren, was ihr davon habt. Ihr könnt auch in unsere Telegram-Gruppe kommen, XRP Deutschland. Ihr seid alle herzlich willkommen unter dieses Video. Einfach auf den Link draufdrücken, werdet ihr weitergeleitet, seid ihr ein Teil unserer Familie. In diesem Sinne, haut rein, Leute. Haut rein.